Das ist Lora. Sie wird zum Spürhund ausgebildet. In Ungarn, etwa 30 Kilometer von Budapest entfernt. Hier trainiert auch Simba. Das Tier gehört zu den Top 5 ausgebildeten Rettungshunden der Welt. Doch wegen der Corona-Krise gibt es jetzt vor allem finanzielle Probleme. Laszlo Balázs arbeitet mit dem weltberühmten Simba und er sagt: Wir sind in den sozialen Medien vertreten. Wir haben ein Projekt, das wir umsetzen wollen. Wenn alle, die uns auf Facebook ein Like gegeben haben, pro Monat 2 € spendeten, dann wären alle unsere Probleme gelöst. Insgesamt werden hier im Moment 17 Hunde ausgebildet. Polly arbeitet bereits bei der Polizei. Sie ist ein Leichenspürhund. Und das ist Simba. Er war schon international im Einsatz, wurde bis nach Asien geflogen, um zu helfen, Vermisste zu finden und hat eine fast 100%ige Erfolgsquote mit seiner Spürnase. Schließlich riecht er 10.000-fach so gut wie ein Mensch. Die gesamte Ausbildung dauert 2 Jahre. Wir arbeiten täglich 3 bis 4 Stunden mit ihnen, am Wochenende auch länger. 6 bis 7 Stunden können es da schon mal werden. Einen Hund auszubilden, dafür braucht man viel Zeit, Hingabe und Liebe. Trotz der Schwierigkeiten machen sie weiter. Die Hunde und ihre Ausbilder sind bereit, jederzeit und sofort bei Unglücken zu helfen. Ohne die Hunde wären viele Einsätze sinnlos.